Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Case Opening Video. Ja, das ist mittlerweile das ist jetzt schlussendlich der letzte Teil von dem 400er Case Opening an Weihnachten. Ich habe ja da ein Best-of zusammengeschnitten von den besten, was ich ja bekommen habe. Das waren etwa 200 Cases, soweit ich weiß. Dann habe ich noch offline ein paar aufgemacht und das sind jetzt die letzten 25. Also ich habe noch 25 Schlüssel, aber noch irgendwie ein paar mehr Cases. Ich weiß nicht warum. Warum ich mehr Cases habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin nicht auf meinem Main, falls ihr euch wundert, sondern ich bin auf meinem Smurf. Denn ich habe gehört, dass es so einen Mythos gibt, dass Leute, die ein CSGO, die CSGO nicht oft gespielt haben, aber zum Beispiel so wie der Account, 10 Stunden hat er jetzt drauf, ja, und die zum Beispiel nicht gerankt sind oder sowas, oder low gerankt, dass die eine höhere Chance haben auf ein Knife oder auf gute Items, wie zum Beispiel mein Main, der jetzt ja 1400 Stunden oder so hat. Hat man ja auch beim Case Opening Battle gesehen, da habe ich ja so gut wie nur blau gezogen aus knapp 50, 60 Cases. Und das ist halt alles ein bisschen Kaka, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier angelangt bei den letzten 25, die ich gemeinsam jetzt live mit euch aufmachen werde, ja, und ich würde es einfach mal sagen, ich mache immer 1-1, das hat bislang immer Glück gebracht bei mir, ja. Wenn nicht, dann mache ich einfach zwischendurch und da ist schon wieder eine Galileo-Eco, ja, habe ich ganz viel gezogen, offline, ich glaube, ich weiß nicht wie viele, ja, fängt natürlich gut an. Das Knife ist nicht so lange her, ja. Wo ich im Urlaub war, habe ich ein bisschen Cases noch aufgemacht und da ist wirklich ein Knife rausgekommen. Und es ist ein Flip Knife Damaskus Steel. Ich habe mir jetzt eher was Besseres erhofft, aber nein. Ist mittlerweile schon das dritte Knife, ja. Und wir ziehen nur blau. Alles klar. Ja, machen wir mal quer durch. Schon mal lila. Machen wir so. Ich hoffe auf irgendeinen Pink Skin oder sonst irgendwas. Oder auf eine abgesägte Schrotflinte. Warte ich auch schon die ganze Zeit drauf. Ja, ja, oh, ich habe, glaube ich, soweit ich weiß, nur blau gesehen in der Kiste. Ach, na toll. Machen wir mal das und das. Ah, da war eine Farmers. Und, oh, ja, meine geliebte Man of War, die ich über alles, über das ganze Herz liebe. Und nochmal eine Mac-10 Heat. Mac-10. Mac-7 Heat. Ja, so, und immer das Knife lecken, ja. Oh. Ah, das ist leider kein Knife, ja. Das ist no Knife. Wenn wir mal letzte Key, letzte Case. Lassen wir uns mal ein bisschen Zeit, so. Also die Hyper Beast ist ja mittlerweile sehr im Preis gesunken. Ich glaube FN Stat-Track. Ich habe keine Ahnung. 150 Euro vielleicht noch. Und hier das Knife halt. Da muss man immer dran lecken. Ja. Ah, ist eine Battles Card Valence. Ist das nicht geil? So eine Stat-Track Elite Build FN wäre auch nicht schlecht. Oder? Oder?
Oder? Mensch. Na, ne Wurmgott. Alles klar. Ja, die sieht ein bisschen verranzt aus. Na, oh, da wäre eine Stat-Track-Valenz. Die habe ich so selten gezogen. Wirklich. So, lass mal laden immer. Hier, seltener Spezialgegenstand. Da war eine Stat-Track... Oh! Ich glaube, zweimal Stat-Track-Ping. Und eine Elite-Bilder. Die sieht wenigstens, glaube ich, noch gut aus. Na, die können field-tested sein. Noch eine Wurmgott. Ist nicht schlecht. Je mehr Lila, umso besser. Ja. Nein! Zweimal schon da an der Eco vorbei gerusht, Alter. Amokurm. Oh, für letzte Case. Oh, da war noch eine... Oh. Eine Stat-Track-Wurm, Gott. Wenn die FN ist, ist die, glaube ich, noch einiges wert. Hm. Ah, ich wollte den mal laden lassen, Mensch. Und noch eine Wurm, Gott. Okay. Hauptsache kein Blau, Leute. Hauptsache kein Blau. Komm jetzt. Irgendwas pink oder so. Ha? Komm. Ah, doch keine Elite-Bilder. Mensch. Ja, reib mal hier dran. Vielleicht ist das Knife doch zu viel. Hm, machen wir mal eine Case direkt auf. Ne, bringt auch nichts. So, zwei haben wir noch. Ich habe 8 Kisten zu viel, wie kann das passieren? Ja, natürlich. Natürlich, und da ist das Deadtrick Lead-Bild. Ist in Ordnung. Also, letzte Case. Und? Ja, liebe Freunde. Das war, ja. Machen wir mal weg. Wo haben wir angefangen? Hier haben wir angefangen. Was ist die? Einsatzerprobt. Factory New, die ist was wert, Minimal Wear. Was ist denn die wert? Wenn es laden würde? Error. Okay. Jetzt. $5, alles klar. Hier, warte, wo ist die... FN hier. Brauchen wir immer US-Dollar. Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, das war's mit dem Case. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.